Steffen, das Spiel gegen Bayern wird natürlich ein ganz anderes, vermute ich mal, als gegen Werder Bremen. Ich auch. Wie ist da genau die Herangehensweise? Viele Mannschaften, die sich in München nur hinten reinstellen, kriegen meistens da noch richtig auf die Socken. Wie ist euer Plan? Was wollt ihr, wie wollt ihr es besser machen? Nee, auf die Socken kannst du immer kriegen. Nein, also ich habe es ja gesagt, also wer uns gesehen hat und das auch in den letzten Spielen, auch in München, weiß, dass wir gucken wollen, dass wir ja unsere Art von Fußball weiterentwickeln wollen und das unabhängig vom Gegner machen wollen, dass wir, wenn wir uns die Aufstellung, die mögliche Aufstellung von München angucken, was war jetzt, ich glaube, von den 11 Jungs waren 11 bei der WM dabei. Ja, wir hatten Flacco dabei, also gibt es schon ganz, ganz große Unterschiede. Die einen werden um die Meisterschaft spielen, wir wollen den Klassenerhalt erreichen. Also wir werden das eine nicht überbewerten, trotzdem wollen wir uns im Fußball weiterentwickeln. Wir werden gucken, dass wir genauso agieren, genauso mutig agieren wie in den anderen Spielen auch. Wir werden nach vorne spielen, wir werden gucken, dass wir eine gute Absicherung haben. Aber das wird schon so sein, dass wir vorne anlaufen werden. Ich glaube, das erwartet auch jeder von uns und wir von uns. Ja, mutig sein und mal ergebnisunabhängig. Also ich sag mal, wie gesagt, ich habe als Trainer gegen Bayern noch nicht gewonnen, ich habe noch nicht mal einen Punkt geholt. Aus meiner Sicht aber schon viele gute Spiele gehabt, wo ich viel Spaß gehabt habe. Und da ich Fußball liebe, der Spaß macht, wissen meine Jungs, was sie tun sollen. Und das werden wir auch mit allem Mut machen. Und danach gucken wir uns an und werden sehen, was wir gut gemacht haben und was wir nicht gut gemacht haben. Ja, gerade das Spiel gegen Leipzig hat ja auch nochmal gezeigt, dass auch bei den Bayern, vielleicht auch im ersten Spiel, noch nicht alles sitzt. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Dass sie gegen Leipzig gespielt haben und Leipzig ist mit Bayern der Favorit auf die Meisterschaft. Also da haben sich zwei Mannschaften auch von der Qualität des Kaders gegenübergestanden, die aus meiner Sicht um die Meisterschaft mitspielen sollen. Die Bayern sind einfach immer noch gut genug, alle irgendwann und irgendwie noch wegzuhalten, weil sie einfach die Mannschaft ist, die am kontinuierlichsten ihre Leistung über das ganze Jahr abruft. Aber wenn ich mir den Kader von Leipzig angucke und den Kader von Bayern, da gibt es aus meiner Sicht keine großen Unterschiede. Und deswegen war das für mich auch genau so ein Ergebnis und so ein Spiel, was zu erwarten war. Beide hätten das Spiel gewinnen können. Beide haben Sachen gut gemacht, beide Sachen haben weniger gut gemacht. Das hängt dann aber auch immer mit der Qualität des Gegners zusammen. Das hat aber nichts mit unserem Spiel zu tun, weil, wie gesagt, wir werden alles raushauen und wir können so oder so nur bestehen als Mannschaft. Und wir wollen immer eine gute Leistung bringen und wir kommen über die Leistung und gucken uns dann das Ergebnis an. Und wir hoffen, dass wir mit einer guten Leistung ein gutes Ergebnis in München einfahren und ein gutes Ergebnis meine ich, dass wir da was mitnehmen wollen und nicht einfach nur irgendwie bestehen wollen, sondern wir wollen da was mitnehmen. Das soll zu sehen sein und am Ende werden wir sehen, was rauskommt. Ja, Steffen, der FC hat eben bekannt gegeben, dass im Sommer mit Lea Paccarada ein neuer Spieler vom FC St. Pauli kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, du warst da involviert. Danke. Wie seid ihr dazu gekommen, ihn zu holen? Was macht ihn stark? Warum wolltet ihr ihn haben? Erstens, weil er sich aus meiner Sicht, und ich habe ihn ja auch oder gegen ihn gespielt, nicht nur bei Pauli war, sondern auch bei Sandhausen, aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Entwicklung gemacht hat, eine kontinuierliche Entwicklung gemacht hat. Für ihn geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. Er bringt viel mit, was das, die Spielstärke angeht. Er hat einen starken, nicht nur einen starken linken Fuß, sondern auch starke Standardsituationen, hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr gut entwickelt und das passt in das, was wir wollen. Das ist ein ablösefreier Spieler, ist ein Spieler, der aus der Region kommt, der die Region in- und auswendig kennt und deswegen passt vieles auch zu unserem Spiel und deswegen haben wir uns auch für ihn entschieden, haben sehr frühzeitig da auch drüber nachgedacht und alle Gespräche miteinander waren sehr positiv, sind gut gelaufen und deswegen freuen wir uns einfach, dass er sich für uns entschieden hat.